Matteo ist zu Besuch. Das ist korrekt und ich weiß nicht, warum du nicht normal redest. Rede doch mal. Echt? Sind die Vlogs immer so? Schau die. So, das ist ein Vlog. Echt nicht? Doch, ich habe die früher immer geschaut und irgendwann... Keine Zeit. Du guckst, das keine geht Zeit. Um dein Leben. Ja, du ich habe zwei Vlogs gesehen, wo du eröffnest. Brand New News oder Dings News. Mentals Penis ist über Nacht von 7 auf 8 cm gewachsen. Das war aber auch eine News. Das war eine News wert auf jeden Fall. Ja, jetzt kannst du dich dazu äußern. Das ist alles korrekt, wollte ich dazu sagen. Okay. Ja, wir sind die amtierenden Beans on Rice Gewinner. Warum habe ich keinen Pokal? Aber dann diese goldene Zange. Haben wir nicht mitgenommen, ne? Fuck. Haben wir die behalten dürfen? Weiß nicht. Oh, aber dafür? Ja. Ah, cool. Weißt du, was wir vergessen haben da? Ja, wir haben gestern nämlich eingekauft. Was Matteo vergessen hat? Ja, aber haben wir nicht gebraucht. Oh, das wird wahrscheinlich gekeyt. Das ist ein bisschen grün. Ist es grün? Ach Quatsch, ist doch nicht grün. Das ist nämlich das Rind, was wir geschlachtet haben dafür. Ja, wir sind morgens nach Irland geflogen. Ja. Und haben uns auf einer Farm, also die leben ja auf so Wiesen. Oh, da. Völlig autark. Und haben wir uns hier... Die, ne? Ja, die ja. Kuh rausgesucht. Die Kuh da. Die hieß Kunibert. Und dann haben wir die zusammengeschlagen und getötet. Oh, das darf man nicht sagen, oder? Auf keinen Fall. Dann haben wir der... Also die lag schon auf dem Sterbebett und der ging es nicht so gut. Und dann haben wir der so lange den Huf gehalten, bis sie natürlich verendet ist. Und vorher hat sie einen Vertrag unterschrieben, dass wir ein Stück aus ihrem Körper für Beans on Rice haben dürfen. Und ja, hat funktioniert. Ja. Gut, aber in einem Videoblog erzähle ich immer eigentlich, was Sache ist. Was ist denn Sache? Da, das darfst du erzählen. Oh, so, Bots. Wir machen es wie Nachrichten, okay? Ja. Bots. Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten bei MOH ist eskaliert. Aufgrund herber Ausschreitungen wird die nächste Staffel Mantle of Honor. Ich weiß gar nicht, was. Da steht ja nur MOH drauf. Was soll ich denn? Ey, das ist ein Zeichen. Ach so, sorry. Jedenfalls MOH ist das Thema und die nächste Staffel wird kommen. Überraschung. Ich weiß schon eins. Dann sag mal eins. Was haben wir? 2016. Boah, hier. Wir haben übrigens eine neue Kamera. Da sieht man alles, oder? Der, guck mal, wie man meine Adern hier sieht. Alter. Boah, guck mal. Wir müssen echt jetzt alle schminken. Ja, wir sind schon geschminkt und ich sehe trotzdem scheiße aus. Sonst nicht ja, gut. Aber das wir brauchen so HD-Schminke. Boah, Junge. Was Vater. Haben wir denn? Wir haben Juni, 2. Juni. Oh. So, und explodiert MOH geht weiter, Mitte Juni. Ja. Jetzt bin ich schon wieder im August. Nämlich an dem Donnerstag da. Wie heißt denn der? Donnerstag, Mitte Juni? Weiß ich nicht. Moment, ich hab ihn gleich. Geh gleich weiter. Hier, der. Der 23. Juni. Der 23. Juni wird der aktuelle Start der neuen Season, also 4 ist es dann wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, Season 4, Mantle of Honor startet am... Genau. Donnerstag. Und Noobs in Action mit Gino kommen auch. Oh, Gino, Staffel 2. Machen wir auch ungefähr da. Genau. Und ich sag's jetzt einfach mal, wahrscheinlich vergessen sie das wieder dann, aber am Ende von der nächsten Staffel Gino spiele ich nochmal gegen Gino. Ja? Ja. Okay. Dann muss er mich besiegen, aber ne... Ja. Da muss er mich schon besiegen, weil sonst ist er doof. Gut, dann spitzt sich bei uns alles zu, denn alles passiert jetzt irgendwie. Ne? So spitz ist es jetzt. Ich glaube, die letzten 3 Videoblogs waren dann darüber, okay, die Athletes nehmen wir davor, Mann, und irgendwie der Bonja Cup kommt irgendwann. Und jetzt, ja, machen wir hier Nägel mit Köpfen. Nägel mit Köpfen ist korrekt, ja. Nägel mit Köpfen. Die IS-Athletes, die starten spätestens. Allerspätestens zusammen mit dem ersten Bonjour Cup. Wir wollen das möglichst eine Woche vorher schaffen, aber das wissen wir noch nicht genau, ob wir alles wirklich umgesetzt bekommen. Deswegen spätestens zum ersten Bonjour Cup. Es wird am Anfang, also es ist eine Web-Applikation, das heißt, sie läuft im Internetbrowser, nicht auf dem Handy, ne? Also eine Web-App. Und es wird die Trainingspakete geben Starter und Advanced. Das bedeutet, für absoluter Kacknoob, der noch nie geladdert hat oder noch nie überhaupt gegen einen Computergegner gespielt hat, bis Platin,
wird am Anfang das komplette Programm dabei sein. Dann gibt es noch Expert und Pro. Expert schaffe ich nicht komplett fertig. Pro bin ich dann. Ist schon soweit durchkonzipiert, aber die Texte sind da noch nicht alle geschrieben und alle Materialien gesammelt. Deswegen wird das noch nicht direkt mit Release. Kommt dann aber im August, das ist der Plan, und dann September oder Oktober kommt direkt Pro hinterher. Also ja, soweit läuft das alles. Ich kann aber jedem empfehlen, auch wenn ihr Diamant oder Master schon seid, auch die anderen Trainingsprogramme durchzugucken, weil da werdet ihr auf jeden Fall extrem viel bei lernen, weil ich selbst habe dabei noch extrem viel gelernt, um das ganze Zeug mal so auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Das ist nochmal was ganz anderes, eine ganz neue Ebene, als das alles nach Gefühl zu machen. Genau, das, ja, wir haben sogar Fotoshooting mit dir gemacht. Stimmt, wir haben sogar 2 Tage lang Fotoshooting gemacht. Ich bin am Montag angereist, da haben wir direkt das erste Fotoshooting gemacht mit Gino. Da gibt es übrigens ein paar coole Bilder bei Instagram. Instagram? Ja, stimmt, da waren wir auch am Spielplatz. Genau, waren wir am Spielplatz. Da haben wir jetzt nicht Fotos fürs, für die Athletes gemacht, aber da haben wir Fotos für uns gemacht, weil es lustig war. Ja. Genau. Und am zweiten Tag haben wir dann nochmal ein Fotoshooting gemacht mit Hamo, unserem Programmierer. Und da waren wir nochmal in Hamburg. Und den Fotografen. Ja, mal schauen, ob daraus was geworden ist. Auf jeden Fall ist daraus was geworden. Natürlich, ich als altes Fotomodel, ja. Kann ja nichts schief gehen. Matteo, lächel mal. So. Das war wirklich so. Sobald die Kamera anging, Matteo? Ja, ich gucke halt so. Also einfach kein Gesicht. Und dann immer so, guck mal freundlich. Da wirklich viele Fotos waren, die genauso sind. Die genauso sind. Und Niklas guckt mich immer an und ich gucke immer genauso. Ich gucke ja. Ja, na gut. Ja, ist auch gut dabei. Ich glaube, zu Not retuschieren bin ich einfach raus. Ja. Gut, ja, was ist denn mit dem Bonjour Cup? Der wird super. Also, wann kommt denn der? Am 30. Juni, habe ich übrigens schon immer Moin erzählt. Ja, aber ich gesehen. Das solltest du nicht. Ich weiß. Aber Gino hat mich so gedrängt, hast du gemerkt? Ja, dann sagst du Gino, ja, ich sag so, haut mich, wenn ja, ich das erzähle. Ich sage so, ja, der Bonjour Cup kommt auch. Und dann habe ich extra erstmal gesagt, Ende Juni, weil ich kein richtiges Datum sagen wollte. Und Gino so, ja, aber wann genau? Und dann habe ich gesagt, 30. Juni. Und Gino, ja genau, das ist ein Donnerstag. Der wusste das schon ganz genau. Und ja, aber jetzt haben wir es schon bei Moin Moin gesehen. Und jetzt hier nochmal offiziell. Der 30. Juni ist der Tag, den ihr euch im Kalender rot anstreichen müsst. Weil da feuern wir das größte Feuerwerk ab, was es jemals in der Geschichte von E-Sport und Bonjour gegeben hat. Internetgeschichte schreiben. So, und jetzt pass auf, der Bonjour Cup ist nicht nur ein Cup. Es ist es gibt 4 Qualifikationsturniere im Abstand von 2 Wochen. Wir haben 3 Sponsoren dabei, nämlich die Continentale. Faden, das ist ein neues Modelabel für Gamingwear, wo wir auch unsere eigene Modekollektion starten werden. Gleichzeitig mit dem Bonjour Cup. Und als drittes E-Set mit dabei, können wir jetzt offiziell ankündigen. Und wir werden das Finale nach diesen 4 Qualifiern. Ich kann ja immer atmen. Wo? Auf der Gamescom spielen. Das heißt, wir werden auf der Gamescom vor Ort sein wieder, haben dann eine eigene Bühne und werden da das Finale mit euch, wenn ihr dabei seid. Auf jeden Fall seid ihr dabei. Wenn ihr nicht dabei seid, dann kriegt ihr alle auf die Schnauze. Ja, ihr sollt auf jeden Fall vorbeikommen, damit ihr Niklas auf die Schnauze hauen könnt und mir ein bisschen. Und wir machen wieder eine Liegestütz-Challenge, habe ich gehört, auf der Gamescom. Das heißt, ein weiterer Grund auch zu kommen. Und allgemein solltet ihr die Show nicht verpassen. Das heißt, das wäre das Beste, das das Internet je gesehen hat. Ja? Das Beste. Es wird gerade so wie dieses QVC-Video von Gino und mir. Weißt du, wo Gino versucht hat, Natronlauge zu verkaufen. Ja, aber ich verkaufe ja nicht irgendeine Scheiße, sondern die beste Show, die das Internet je gesehen hat. Richtig. Ja, also wir machen da schon wirklich viel. Wir haben jetzt schon sehr viele Sachen produziert, die wir aber jetzt alle nicht anteasern wollen, weil wir wollen jetzt nicht zu viel Spannung aufbauen. Es wird eine Unterhaltungsshow mit StarCraft. Genau, ja. Also es ist für jeden was dabei. Auch wenn man nicht Hardcore-StarCraft-Fan ist, wird man da auf seine Kosten kommen. Und das ist das Next Level Bonjour quasi, was wir da jetzt gehen. Alles spitze ich jetzt auf den 30. Juni zu und dann feuern wir alles ab. Alles aus einem Feuer aus einem Rohr. Genau, und einen kleinen Vorgeschmack dazu seht ihr jetzt gerade schon in diesem Vlog, weil den nehmen wir schon mit den neuen Kameras auf. Das heißt, das hier ist in 60 FPS und Super HD. Das heißt, man Nein, sieht, das ist nicht Super HD. Ist nicht Super HD gerade? Nein, kann doch eh noch keiner sehen. Fuck. Super HD wäre zu drüber. Wir machen erstmal 60 Frames Full HD, also 1080. Achso, mit Super HD meinte ich ja. Nein, Super HD ist 4K. Achso, ich dachte, das heißt 4K. Nee. Na gut. Ja, jedenfalls die neuen Kameras und die sind richtig krass. Das heißt, jeder Gag ist noch schärfer. Da. Klasse, was war das? Hat irgendwas gehupt oder so? Ja, irgendwas hat gehupt, oder? Kamera, perfekt.
Hier vielleicht? Ja, also die Continental-Versicherung dabei, Faden dabei, ESET dabei. Mit den dreien werden wir das ganze Ding aufziehen. Und Alter, ich bin mega gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich werden wir einfach kolossal failen. Aber dann wird es umso besser. Ja, wer gestern Beans and Rice gesehen hat, weiß, dass wir... Das ist nicht gestern, dieses Video kommt später, Matteo. Du darfst nicht immer denken, jetzt, das ist nicht... Wer dieses Jahr Beans and Rice mit uns gesehen hat, der weiß, dass wir unvorbereitet die beste Performance bringen. Das stimmt nicht. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben eingekauft, korrekt. Ja, und wir haben genau einen Plan gemacht. Der dann überhaupt nicht funktioniert hat. Nur die Aioli hat nicht funktioniert. Ey, die Aioli hat nicht funktioniert. Das Eis war geschmolzen und diese Knusperstangen sind alle angebrannt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wie viele sind angebrannt? Wir haben vier. Drei. Gerettet. Nein, vier. Und zwei haben serviert. Das war perfekt. Und die haben geschmeckt. Perfekt. Schaut euch Beans and Rice die Aufzeichnung an, dann seht ihr, wie perfekt es gelaufen ist. War so mittelperfekt. Schön. So. Haben uns alles vom Herzen geredet. Ich bin noch ein bisschen getan.